Wir machen heute Snowboard-Technik-Training. Wir schauen uns den häufigsten Fehler beim Snowboarden an und wie man ihn behebt. Wir nutzen hierfür dieses Video, Fix the Most Common Snowboard Mistake von Snowboard Addiction mit sagenhaften 1,6 Millionen Views. Um was geht es in dem Video? Eigentlich, und das ist sehr, sehr interessant, denn viele Snowboard-Lehrer, mit denen ich darüber geredet habe, bestätigen, dass der Nummer 1 Fehler, den wir als Snowboarder machen, Kurven mit einem, ich nenne es mal Hüftschwung zu fahren. Ihr könnt das hier in dem Video von Snowboard Addiction wunderschön sehen. Constantly riding out of alignment and lots of arm swinging. This is called counter-rotation. Wenn ihr also mal im Sessellift den Berg hochfahrt, achtet doch mal bitte darauf, wie viele von uns diesen Fehler machen. Ihr werdet erstaunt sein, wie viele Snowboardfahrer, so wie er hier, mit der Hüfte in die Kurve hineinschwingt und wieder rausschwingt. Und das ist laut Snowboard Addiction richtig problematisch, weil euer Körper in einer recht instabilen Position ist und kleinste Verwerfungen ausreichen, damit es euch schmeißt. Das heißt, wenn wir also stabil fahren wollen, dann müssen wir mit dem ganzen Körper in die Kurve hineindrehen. Das ist im Grunde die Essenz des ganzen Videos. Wenn ihr also solche Technikvideos cool findet, dann lasst mir doch bitte einen Kommentar und Like da, damit ich weiß, dass ihr gerne noch mehr davon haben wollt. Ich persönlich habe aber einige Punkte, die mir in dem Video von Snowboard Addiction überhaupt nicht gefallen. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt dieses Video für euch mache. Ansonsten könnte ich ja oder hätte ich euch eher einfach auf dieses Video verwiesen. Natürlich habe ich mich zuerst selber aufnehmen lassen und habe das Ganze bei mir selber angeschaut. Das ist auch ein echt guter Tipp, der leider erst ganz am Ende des Videos kommt, aber extrem wertvoll ist. Ich merke, dass bei mir, wenn ich mich aufnehmen lasse und mir dann die Videos anschaue, dass ich recht schnell meine Problemstellen finde. Wenn ihr also mit Freunden snowboarden geht, nehmt immer ein Handy mit, lasst euch aufnehmen, schaut euch das Ganze regelmäßig an, das hilft wahnsinnig. Hier seht ihr jetzt, wie ich die Kurven fahre und ich persönlich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich kann bei mir jetzt keinen großen Hüftschwung erkennen, ganz im Gegenteil. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin recht stolz, wie smooth ich hier diese Turns fahre und das, nachdem ich erst 2 Saisons fahre. Wenn ihr aber bei euch einen Hüftschwung erkennen könnt, dann müsst ihr im Grunde versuchen, wie ich vorhin schon sagte, euren ganzen Körper in die Kurve zu legen. Also schaut in die Richtung, wo ihr fahren möchtet, geht in die Knie, dreht mit dem ganzen Körper in die Kurve. Ich gehe da gleich noch auf die Schritte ganz genau ein. Mein Problem mit dem ganzen Video von Snowboard Addiction ist aber, dass die vorgestellte Fahrtechnik und auch die Übungen super steif auf mich wirken. Also mein Stil wäre das überhaupt nicht. Ich will dynamisch fahren und schon bei der ersten Übung von ihm hier, die ich nachgemacht habe, bin ich mir vorgekommen wie so ein Stück Brett. Es darf natürlich jeder selber entscheiden, aber ich finde es viel zu steif, viel zu undynamisch und ich habe persönlich deutlich weniger Balance auf dem Board, als wenn ich schön in die Knie gehe. Wenn mich also ein Freund bitten würde, ihm eine saubere Kurvenfahrtechnik beizubringen und er jetzt nicht zu einem professionellen Snowboard-Trainer geht, was eigentlich richtig gut ist, würde ich ihm Folgendes empfehlen. Erstens, in die Knie gehen. Ihr kennt das von mir, ich sage das immer wieder, steht nicht steif, steht nicht gerade auf dem Board. Geht in die Knie, dann habt ihr mehr Stabilität. Zweitens, schaut immer dahin, wo ihr fahren wollt. Dreht euren Kopf und schaut in die Richtung, wo ihr am Ende landen wollt. Drittens, und das ist ein Trick von Kevin aus Snowboard Pro Camp, schaut nicht nur, wo ihr hinfahren wollt, sondern nutzt noch euren ganzen Arm und deutet in die Richtung, in die ihr fahren wollt. Also in die Richtung, die ihr schaut. Tut ihr das, dann dreht sich automatisch euer ganzer Körper in die Richtung und das ist genau, was ihr wollt. Wenn ihr also regular fahrt und ihr macht einen Heelside-Turn, dann schaut nach links, nehmt euren linken Arm und deutet nach links. Macht ihr einen Toeside-Turn, schaut nach rechts, nehmt euren rechten Arm und deutet nach rechts. Solltet ihr Goofy fahren, dann macht ihr das genau andersherum. Zu guter Letzt, viertens, nehmt euch auf, damit ihr selber sehen könnt, was ihr falsch macht. Das wären eigentlich meine 4 super einfachen Steps, um sauber Kurvenfahrtechnik zu lernen. Wenn euch das Video geholfen hat, dann zeigt es doch euren Freunden. Lasst mir bitte einen Kommentar da, lasst ein Like da. Das würde mir persönlich sehr helfen. Ansonsten, ein weiterer Tipp, solltet ihr noch Probleme mit dem Verkanten haben, dann schaut euch am besten dieses Video hier an.